Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja Freunde, und heute gibt es mal wieder etwas Besonderes, und zwar kein Squad Builder Battle, kein Battleship Wager, sondern beides in einem drin zusammen. Wer einen Wald rein ersten wirft, tut den ersten nur wieder rein. Mit dabei habe ich natürlich diesmal wieder den Steini. Junge, was geht ab? Hallo, er geht, meine Freunde. Nichts geht ab. Ich bin gespannt, wie lange wir hier aufnehmen für eine Folge. Ja, ihr habt euch das sehr lange gewünscht und da haben wir uns gedacht, wir lassen uns nicht lumpen, wir verbinden das mal. Ganz, ganz simple Sache, wir machen jetzt erstmal einen Squad-Builder-Battle um den guten Ciro Immobile, den guten alten Mann, mit dem hoffentlich viele Teamkollegen mittlerweile essen gehen. Ist gut, Alter, in Italien ist echt gut. Und dann nach dem Squad-Builder-Battle eben noch ein Battleship-Wager. Das heißt, dann kommen die Spieler alle auf der Bank und dann eben noch mit diesem reinmachen. Also ihr werdet sehen, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger, das Video, aber ihr habt euch das unbedingt gewünscht. Ich finde es sehr interessant und mal gucken, was da für Krüppelteams bei rauskommen. Es könnte krüppelig werden. Ja, safe. Man stelle sich mal vor, man ersnipt dem anderen jetzt drei Spieler oder so. Und dann spielt man irgendwie mit so drei Bronzetorhütern dann noch auf dem Feld. Ich würde sagen, ihr checkt auf jeden Fall natürlich auch die Folge bei Steini ab. Die ist verlinkt, wisst ihr Bescheid, seid gleich online gekommen. Und smash gerne den Daumen, falls ihr mehr auf so verrückte Squad-Builder-Battle-Battleship-Experimente habt. Würde uns natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, Steini, was für eine Formation spielst du? 3-1-2. Boah, ehrlich? Das hast du dir aber mal was ausgedacht. Die letzten beiden Videos was anderes, jetzt mal wieder zu meinen alten Wurzeln zurück. Ja, ich weiß ja nicht, was hier passiert. Das ist die erste Folge von dem Format. Da muss ich ein bisschen safe gehen. Hoffentlich. Ja, gut. Ich spiele 4-2-2-2. Wo steht er bei dir? Linker Sturm. Okay. Bei mir auch. Bei dir rechts, links? Links. Links. Okay. Ey, man muss sagen, Jungs, ich habe eure Kommentare mir ein bisschen zu Herzen genommen. Ich schone jetzt die Umwelt, ne? Guckt euch das an. Okay, du willst mich nur fertig machen. Du willst mich nur fertig machen. Mein Board kam nicht an, was soll ich machen? Ja, 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 ja. Es geht halt nicht anders, Freunde. Es geht Amazon anders. Prime ist da. Bist du ready? Dann darfst du als erstes reinhalten. Ich hoffe, ich bin ready. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fange mal mit linken ZOM an. Ja. Und da spiele ich den guten alten Ljajic. Muss man nicht kennen. Ljajic? Da. Mit L? Ja. Ja. Rechten Sturm. Ich will eine Ikone. Nicht Del Piero. Larsson, ne? Ja. Und rechten ZOM spiele ich den Giuliano von Fenerbahce. Boah. Komplett aufs Glatteis. Ich habe Savic von Lazio, der den Informleits gekriegt hat. Kane und Ellie, Alter. Eigentlich war mir klar, dass du Dings bist, dass du eine Ikone nimmst. Meine Kamera fokussiert hier nicht. Hallo! Ich wollte erst Del Piero nehmen, aber ich habe mich noch im letzten Moment umentschieden. Ja, wäre scheißegal. Hätte ich hätte. Ach, ist doch kacke. Nice. Boah, dann halt nicht mal rein den Schinken, ey. Was ein Gerät. Scheiße. So. Ist drin. Ich gehe. Sturmpartner wird der gute Rodrigo von Valencia. Okay. Kennst du ihn? Sehr gut. Also doch nicht. ZOM Vasquez. Nee. Okocha. Ich hab Mertens und Hazard. Fuck, Alter. Mertens war mir so klar. Weiß nicht warum, aber den habe ich dieses Jahr noch nie einmal gespielt. Scheiße. Richtig. Gut, dann machen wir... Ja, deine ZDMs und... ZDMs und bei dir die ZMs. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Mittelfeldspielern. Und Steini darf natürlich den Lachs reinlaufen. Ist drin. Meine beiden ZDMs. Ey, ich bin gespannt. Ich spiele im rechten ZDM eine geupgradete Karte. Und zwar den guten Fabinho von Monaco. Und im linken ZDM, und ich hoffe, der ist nicht so obvious gewesen, spiele ich Allen. Mann, mit Update war ich gar nicht falsch, Alter. Ich dachte, du gehst mit Fernandinho, weil du im Stream nur von denen gelabert hast, ey. Scheiße. Aber Allen hast du. Richtig. Scheiße. Im Prinzip ist es scheißegal, was da hinkommt, weil eh durchgewürfelt wird. Aber pack einen Torwart hin. Scheiße! Ah! Ja, das ist offizielles Todesurteil jetzt hier. Ist ja EGB durchgewürfelt noch. Wobei, theoretisch könnte das auch gut sein, weil ich jetzt die Chance habe, einen richtigen Keeper. Wobei, ein Bronze-Keeper mit 51 im Tor rettet dir auch keinen Arsch. Ich kauf mal kurz einen, hör auf den Surprise-Fixen, irgendeinen stellt den hier für 1400 rein, geil. Gönn dir den. Ist er halt drin? Rein.
Diese drehen. So, hier könnte es jetzt sehr, sehr schwierig werden. Ich denke, du hast mindestens einen. Warum, weiß ich nicht, aber... Linker ZM. Marquisio. Mittlerer ZM. Bonaventura. Und rechts... Der gute Saul. Du plus du ist vor. Minus one, that's three quick maths. Und davon noch zwei ist es zwei Drittel. Ich habe Saul und Bonaventura aufgeschrieben. War mir klar. Nice. Mit Saul hätte ich nicht mal gedacht. Ich hätte gedacht Marquisio und Dings. Nice. Nice, nice. Ja, sonst hatte ich noch Milinkovic. Savic. Ich würde sagen, in der Mitte machst du den Keeper. Die ist ärgerlich. Dann nehme ich den Sarigi. S-A-R-R-I-E-G-I. Okay, Freunde, dann kommen wir zu den Außenverteidigern. Der Preis ist heiß. Hältst du rein? Ja. Okay, dann fange ich mit dem Linksverteidiger an. Und da gehe ich mit dem guten Kolarov. In der rechten Verteidigung... gehe ich mit dem guten Dani Alves. Headshot! Beide weg. Wahrscheinlich noch schön der Team of the Year, ne? Mhm. Ja, das war mir nämlich so klar. War mir so klar. Schön weg damit. Hier wieder ausgleichende Gerechtigkeit herrschen lassen. Kollege. Hilfe, das wird so ein Bronzekrebs. Ja, safe. Ah, nein. Am Ende kannst du nur beten, dass Okocha bei mir und Immobile bei dir, Larsson, gar nicht im Team jetzt drin sind im Battleship. Dass du gar nicht Gefahr läufst, irgendwas abstoßen zu müssen. Oh mein Gott, was ist das denn? Nice. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich gehe mal kurz Bronzespieler kaufen. Alter Vater. Hier bitte einmal einfügen, du bist am Arsch. Hey. Du bist am Arsch. Oh, nö. Ja, ich habe mir hier zwei geile Neuzüge geholt. Felicio Le und den Ramon. Ramon. Aufgabe ist es jetzt natürlich, dir auch zwei Spieler weg zu snipen. Wenn meine Kamera wieder anfangen würde, mich zu fokussieren. Ramon. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich fange mit dem linken an. Da gehe ich mit Barreca. Und links, den kann ich... bei aller Liebe nicht aussprechen, ne? Da gehe ich mit dem Gudenman. Odrorizola. Keine Ahnung, Gorgonzola-Käse. Ich hatte so Hoffnung, als du gesagt hast, den kann ich nicht aussprechen, ne? Ich dachte, du nimmst diesen Frischalko oder wie der heißt. Ach so, ja, ja, ja. Wegen Saul da, ne? Kannst du vergessen. Und links habe ich Lukaku, scheiße. Fuck! Gut, gut, gut. Ey, wenn ich mir mein Team angucke, krieg ich Herpes. Ja, meine Mitte ist ja auch weggesnackt, aber das, zu aller Beruhigung muss das ja nicht so stehen bleiben. Geht doch nicht. Das geht doch nicht. Okay, Freunde, wir kommen zu den letzten drei Spielern. Und ihr wisst, es sind mit Abstand die wichtigsten. Ja, ist ja schon Torwart auf dem Feld, sag ich mal, ne? Ja. Ich starte in der linken Innenverteidigung. Und da spiele ich eine Footmess-Karte, und zwar Rugani. In der rechten Innenverteidigung. Spiele ich Marcelo von Lyon. Und im Tor Anthony Lopez. Ja, kannst du alle behalten. Juan Jesus, Dante und Ederson. Wichtig, als ob ich Ederson spiele. Ja, ich war mir auch nicht sicher, aber weil er Dings Upgrade bekommen hat, dachte ich mir, komm, du willst ihn mal testen. Den Schlingel. Ja, ja. Meins ist drin. Fang links an, da gehe ich mit Tonelli. Rechts gehe ich mit Bartra. Und Tor Asenio. Ich hab Albiol, Bonucci und Handanovic. Und? Ja, okay. Aufgrund des Torwarts ging es nicht, aber ich hätte trotzdem... Oder ich hab Full Camp. Nice! Ja, dann alles auf der Bank, ne? Ja, und wie viel? Ein Bronzespieler zusätzlich, genau. Ne, Immobile bleibt ja stehen. Zwei Bronzespieler. Dann
zwei Bronzespieler, okay. Es ist schon tricky, muss ich sagen. Also, ist schon lustig. Es lieber nur Stick Mandarin, du Arschloch! Okay, Freunde, die ganzen Spieler sind auf der Bank. Wir haben jeweils zwei Bronzespieler natürlich noch dazu getan, damit die Bank aufgefüllt ist. Und Immobile bleibt stehen. Und jetzt geht's mit dem Battleship Wager tatsächlich los. So muss das sein. Fange ich an mit deinem Stürmer. Du gibst mir die ersten drei Zahlen. Ja. Stürmer und die ZOMs, würde ich sagen. Sturm, die 11. Ja. Linker ZOM, die 4. Rechter ZOM, die 1. Okay. Du Sturm, ja. ZOM, ne? Alles klar, dann machen wir weiter mit deinen Spielern. Ich würde sagen, aufs ZOM packst du die 11. Und rechter Stürmer die 9 hätte ich gerne. Linker ZTM die 10. Und rechter die 5. Mama mia. Ja, linker ZM hätte ich bei dir gerne die 2. Ja. Mitte die 7. Und rechts die 10. Bin jetzt schon tot. Bin jetzt schon fucking tot. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Oh, linker Verteidiger die 8. Mhm. Linker Innenverteidiger die 12. Mhm. Rechter Innenverteidiger die 2. Ja. Rechtsverteidiger die 7. Linksverteidiger machst du die 8. Ey, jetzt lass doch wenigstens den dann da raus, ey. Ja. Linker Innenverteidiger die 5. Mhm. Rechter Innenverteidiger hätte ich gerne die 4. Mhm. Und Rechtsverteidiger die 6. Mhm. Tor kommt bei dir die 3. Yeah, let's go! Game Changer als Keeper! Woo! Und du nimmst die 1. Danke! Ebenfalls! Ist egal. Echt? Ja. Ich weiß aber jetzt. Aber der Bronze? Ist der Bronze. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll hier gerade. Wie viel Game Changer hast du? 1. Ich hab 3. Ich bin tot. Nice! Ich bin komplett tot. Wer ist bei dir übrig geblieben? Marquisio und Barreca. Bei mir Fabinho und der Dena. Ich bin komplett tot. Ich kann hier nichts machen. Die sind alle so weit out of position. Dann gehen wir mal ins Spiel rein. Das wird interessant. Das wird jetzt sehr interessant. Bin gespannt. Komm, Immobile! Let's go! Pizza, Pizza! Let's go. Wow. Hätte mal Dolly beim Torwart gewechselt. LOL, was? Abfahrt. Hauptsache 8 Minuten gespielt, 3 Tore. Ja. Na klar. Na klar. Hey. Ja? Ja, moin. Guter Pass. Sehr, sehr guter Pass, muss ich sagen. Also. Nein! Besser noch war der Abschluss. Mein Flügelkerl, verpiss dich! Fuck, krieg ich keinen Vorhang, Glück gehabt. Warum, wieso schießt der so scheiße? Wieder sehr freundlich, dass sich hier keiner für zuständig fühlt. Abfahrt. Nein. Nein. Let's go. Ey. Komm. Da stehen ja nur 3 Stück. Ja, normal, Alter. Was ist los? Nein. Scheiße Abwehrriegel, ey. Ist wohl einer in der Pfanne da, dass ich dich da durchrennen lasse, wa? Hashtag ehrenlos in die Kommentare. Scheißegal. Hashtag fake. Knall alles rein da. Juckt mich nicht. Man muss ja auch mal durch fake gewinnen, Freunde. Ja, der hält da nichts! Der hält da nichts, die Pflaume! Der hält da nichts! Giro Immobile! Scovo! Wird auch immer länger da, ey! Oh, die Sola da oder was? Ey, kriegst du da nicht gebacken da? Kriegst wieder keinen vor. Oh, boah, was? Und dann hält er so und ein. Und den hält er? Hier, da, Okocha. Willkommen im Club. Okochas Tor wieder, weißt du? Scheiß Missgeburt, der Typ, Alter, ehrlich. Zu doof, um den Ball da abzunehmen, ey. Nee! Ist auch wieder Tonelli da. Den brauche ich nicht schicken. Oh, wie kann man sich... Oh! Ja! Ja! Meine Nein. Fresse, Alter. Ey!
Wie bin ich an den Ball nicht rangekommen, an den einen da, ganz am Anfang? Der ist Immobile, glaube ich, einfach. Der hat auch Arschkörper. Dann so ein Schuss, weißt du? Der liegt am Boden, steh auf, Junge! Brauch dich hier! War eine taktische Verletzung, die ich da gerade gehabt habe. Er liegt da einfach rum und du kannst seelenruhig spielen. Ja. Was ist hier los? Spiel ich auch sehr offensiv jetzt oder? Stell mir auf die Linie. Ja! Stell ihn mir auf die Linie, weil er ihn dann selber reinmacht! Geil! Da funktioniert einfach! Nice! Wow, ey! Ja, kannst du mal schön reinschneiden und hier den Fehlpass auch wieder. Wer ist er? Bessert! Keine Ahnung. Rugani! Innenverteidiger! Geiler Typ! Geiler Typ! Mann! Okocha, bester Spieler im Spiel ist das! Ich in der scheiß Fortnite-Einladung verpiss sie mit dem Dreckspiel, du, ey! Meine Fresse, Alter! Nee, oder? Och ja! Nein, der wäre so wichtig! Ja! Der wäre so wichtig! Ja. Ach, ja, kacke hier, du, weißt du? Kuma! Ja, ey. Keeper! Wow! In der 85. Minute bist du auch mal im Spiel drin! Geil! Lauf doch, Immobile, du Affe! Bleib dir stehen! Zack! Nein! So eine scheiß Lackaktion! Nix Lack. Hey! Tonelli! Abseits! Nein! Bitte nicht! Ja! Nein! Was? Ja. Du Affen! Scheißversager, Mann! Let's go! Warum kann ich mit Immobile da aufs Tor laufen? Mit Tonelli, so schön, da drei Spieler zum Discarden. Ah, Abfahrt! Nice! Können wir? Ja. Dann kommen wir zum Abstoßen. 4, 3, 1, 2, 3 Picks. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem ZOM. Bartra. Machen wir weiter mit dem linken Stürmer. Rodrigo. Und dann noch den rechten Verteidiger. Bronze! Der war rechter Stürmer. JJ Okocha! Willst du mich verarschen? Ich wollte erst den rechten Stürmer nehmen, weil ich die drei als Kette, also sozusagen als Kette nehmen wollte. Aber ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass der Rodrigo bei dir Rechtsverteidiger war. Ja, hast du alles richtig gedacht. Hast du alles richtig gemacht? Na, hör doch auf. Nice. Ich dachte schon, du bist vorne. Ich dachte, du nimmst du vorne alle drei. War ich erst dabei. Wo Rodrigo ZM, Rodrigo, ich dachte, okay, schon mich innerlich eingestellt. Dann geht er jetzt weg. Alles richtig gemacht. Alles gut! Fake! Hat der Faking wieder zugeschlagen hier, Freunde! Eiskalt! Ha. Ja, so war cool alles. Aber Immobile, richtig guter Mann. Muss sagen, gefällt mir echt gut. Ja, das stimmt, der ist ehrlich gut. Gefällt mir echt gut. Mann, ich hätte gerne den. Ich hätte ihn gerne gesniped. Ja, gut, dann zieh mal raus. Steini hat die letzten Worte. Ja, Daumenhagel hier, Freunde, ja. Für so eine Aufnahme hier, das ist sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen. Also explodiert. Ordentlich. Ansonsten fake ganz viel rum. Sehr, sehr wichtig. Bin raus. Fake!